Hallo und willkommen zu Mass Effect 2. Eine. Ach, Batia, ja. Gern geschehen. So, Maschinendeck. Wiki. Alles grün auf der Anzeige. Sie sind der Beste, Commander. Wir haben gerade die FBA-Kupplung installiert. Jetzt müssen wir nur noch einmal pro Woche kalibrieren, anstatt jeden Tag. Wir überlegen gerade, ob wir unsere neu gewonnene Freizeit bei einer Partie skelianischen Poker feiern. Wollen Sie einsteigen? Aber Kenneth, der Commander spielt doch mit Mechanikern wie uns nicht Karten. Klingt eigentlich durchaus interessant. Fantastisch. Ich hol die Karten. Mein skylianisches Poker ist etwas eingerostet. Haben Sie Nachsicht mit einem Anfänger, okay? Natürlich, Commander. Ist alles ganz locker. Ja, klar. Yay, 500 Credits. Nachsicht mit dem Anfänger. Wie konnten wir bloß darauf reinfallen? Ich verliere gern, wenn ich dafür sehen kann, wie sie mal eine Nummer kleiner macht. Schlägt mich bei meinem eigenen Spiel. Sie sind in Ordnung, Shepard. So, achso, wir können ja noch nach Kasumi schauen. Mannschafts... Ja. Abgezogen. 500 Credits, das ist ganz schön doll. Gehen wir erstmal nach Kasukasu. Hallo, Schnuckelmaus. Die Leute reden da draußen. Und ich höre alles. Ich reise normalerweise versteckt im Laderaum. Es ist schön, wenn man zur Abwechslung mal aus dem Fenster sehen kann. Mess Sergeant Gardner könnte durchaus ein teuflisches Genie sein. Betonung auf teuflisch. Einige glauben, dass er mit Absicht so schlecht kocht, um ihnen allen eine Lektion zu erteilen. Ich finde seinen Rahmen in Ordnung. Aber da kann man ja auch kaum was falsch machen. Ich weiß nicht so recht, was ich mit mir anfangen soll. An Bord eines Schiffes werden selten Diebe gebraucht. Kommen Sie später wieder. Dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Grüßchen. Gluck. ja, so. Achso, nee. Ach, siehst du, wir haben Chuck ganz vergessen. Ah. Mensch. Commander Shepard. Ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Jetzt muss ich nochmal zurück auf die Zitadelle. Schiss. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Nope. Willkommen zurück, Shepard. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Nur größer. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Ananu, wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Chuck. In irgendeinem Geschäft. Das war doch, glaube ich, auf... Das war doch, glaube ich, auf der Zitadelle, oder? In irgendeinem Geschäft. Hm. Dämpfer... Achso, Futter. Genau. Rupert. Ich habe was für dich. Rupi-Rup. Commander.
Die Lebensmittel von Ihnen waren perfekt. Ich schulde Ihnen was. Ja. Ich habe bereits mein berühmtes Calamari Gumbo zubereitet. Hier, probieren Sie mal. Ehrlich gesagt, keine Reaktion. Das sieht es auf einem Rezept der Asari. Ich finde es ja ein bisschen kannibalistisch mit den kleinen Tentakelköpfen und so. Aber vom Kochen verstehen die wirklich was. Wie auch immer, nochmals vielen Dank. War wirklich nett von Ihnen. Sind ja auch nicht die fortschrittlichste und älteste Rasse, die Imo in unserer Galaxie lebt, ja? So, dann müssen wir jetzt nochmal fix auf die Zitadelle zurück. Weil ich ja Noob bin und vergessen habe, die Quest abzuholen. Ja, das geht jetzt noch nicht. Weil das Dings da noch nicht freigeschaltet ist. Der Schuft, der muss erstmal noch ein bisschen warten. Ja. Ok. Time is mana, credits. Oh Gott. Die Folge zu schneiden wird richtig eklig. So, dann ist jetzt der Eis. Kazu. Dream Team! Meister-Demon! Boah! So. Ja. So, wir müssen jetzt nach... Warte mal, können wir den Keeper da noch? Nein. Ein 20 Kilo Projektil. Wir wollen Souvenir. Nee. Puh, Lagerhaus. Scheiße, wo gab's den Suff? Na, hier bestimmt nicht, oder? Ich bin Commander Shepard ja. Und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Verdammt. Man trampelt doch nicht so. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Irashimas! Wissen Sie, was ich ewig nicht gegessen habe? Lamen. Lamen? Meine Großmutter hat das beste Lamen überhaupt gemacht. Oh, köstlich. Eigentlich hätte ich ihr das Rezept klauen sollen. Schon mal Ramen probiert? Auf der Erde sind sie eine Delikatesse. No shit. Wir brauchen Eisbrand-Cherry. Kürschnaps. Der Angriff auf die Menschenkolonie Freedom's Progress hat zu einer spontanen, aber unklaren Reaktion geführt. Es wurden Hilfsschiffe losgeschickt, obwohl noch nicht bekannt zu sein scheint, ob es überhaupt Überlebende gibt. Nope. Der Rat hat seine Anteilnahme bla bla bla. Aber das ist eine Angelegenheit, die nur die Menschen betrifft, nicht tätig wird. Wie immer. Furnace die. Schön. Ich brauche nur ein paar Gewürze. Amino, rechts und links drehend, falls Sie das führen. Rechts und links drehen. So ein Spast. Oder warte mal, gab es den oben im Darkstar? Würde Sinn machen, oder? nee, so ein Scheiß. Ja, normalerweise ist es ja immer alles in einem Abwasch zu erledigen, aber ja, irgendwie habe ich das diesmal total verdödelt. Einem neuen Bericht zufolge hat das Allianzmilitär derzeit Schwierigkeiten, die eigenen Anwerbungsquoten zu erfüllen. Die anfängliche Flut an patriotischen Freiwilligen nach Eden Prime ist inzwischen ins Gegenteil umgeschlagen, weil große Teile der Bevölkerung Zweifel daran bekommen haben, dass die Allianz gegen die Geth-Technologie bestehen kann. WTF? Ich bin Commander
Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ja, dann war das doch, glaube ich, echt im Darkstar. Schiss. Wieder so viel Zeit verschwendet. No! So. Ah! Tatsache. Hey. Hm. Yay! Ice Brandy für Chuck Chuck. Avida. Wissen Sie, was gut ist? Allianz-Corsair. Die Schiffe sind ziemlich realistisch, aber es macht trotzdem Spaß. Und es lässt sich auf einem Universalwerkzeug installieren. So was macht man nicht. Ja, das geht jetzt nicht. Chucky. Time to party. Ah, Cherry ist, glaube ich, nicht so das Partygetränk. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ich habe ein Geschenk für Sie, Frau Doktor. Ceres Ice Brandy? Sie haben wirklich... Danke. Ich habe immer bedauert, die Flasche damals nicht geöffnet zu haben, als ich noch gekonnt hätte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Warum öffnen wir die Flasche nicht hier und jetzt? Nur Sie und ich. Trinken wir. Machen Sie die Flasche auf. Ich hole Gläser. Ah, Chuck. Ich dachte, Alenkos biotische Aktion hätte Jenkins das Kreuz gebrochen. Aber der richtete sich wieder auf Scheiß. Und brüllte... Das war großartig! Oh, Jenkins. Soldaten wie er haben die Allianz so besonders gemacht. Bei Cerberus fehlt irgendwie diese Begeisterung. Auf Jenkins, auf Presley und auf Williams. Auf dass sie niemals in Vergessenheit geraten. Oh. Was ist los, Chuck? Oi. Achso, siehst du, wir können gleich noch ein paar Upgrades machen. Fällt mir gerade ein. Obwohl, nee, halt. Ins Quartier müssen wir nochmal fix. Wo ist er denn? Fiep. Wie knuffig. Hallo Fischies. Im dritten Teil gibt es, glaube ich, einen automatischen Fischfütter. Weil wenn man hier das nicht regelmäßig macht, dann krepieren die. Und wenn man die falschen Fische kauft, dann killen die anderen Fische. Das ist recht lustig. So, jetzt machen wir fix noch die Upgrades. Und dann würde ich sagen, ja, sollte das reichen. Shit, wir kommen noch gar nicht ins... Legion, hast du schon viermal gesagt. Wir können noch keine Upgrades machen, das ist ja doof. Das ist ja very doof. Weil wir Morlus, Sorlus, Gummeldus. Commander, Legion möchte mit Ihnen sprechen. Ja, das hast du nun schon zum fünften Mal gesagt. Okay, so, dann würde ich sagen, werde ich jetzt auf Kamera schon mal nach... Omega zurückfliegen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf Omega wieder. Bis zum nächsten Mal. Ja.